Hallo meine Lieben, ein weiterer Wiederholungsstream. Ich hoffe, sie gefallen euch bisher und wenn ihr mal ein paar Themen habt, die ich gerne für euch bearbeiten soll oder mal dran nehmen soll, wenn ihr Wünsche habt, egal was, schreibt's mir einfach in die Kommentare oder, wie schon erwähnt, schreibt mir doch auf Instagram privat. Auf Wünsche gehe ich jederzeit gerne ein. Aber nun zum Thema. Und zwar ist heute das Haus Fühlingen in Köln dran. Es steht schon seit mehreren Jahrhunderten und seitdem spielen sich dort immer wieder tragische Ereignisse ab. Zum Beispiel 1288 starben mehr als tausende Menschen in einer Ritterschlacht. Dort erhängte sich ebenfalls der ehemalige NS-Richter Gerhard von K. im Jahr 1962 und 2007 fand man dort eine Leiche. Wer traut sich denn in dieses Haus? Es ist im Norden von Köln, genauer im Stadtteil Chorweiler. Dort steht das verfallene alte Haus, das vor vielen bei der Betrachtung einen eisigen Schauer über den Rücken jagt. Das Haus Fühlingen, auch bekannt als Villa Oppenheim, war gebaut als prunkvoller Rückzugsort und ist das mächtigste Anwesen heute, überregional für eines bekannt, gruselige Geistergeschichten. Schon lange jedoch, bevor Eduard Freier von Oppenheim laut der Seite köln.de 1884 eine große Fläche in der sogenannten Fühlinger Heide kaufte, um sich hier einen Landsitz zu bauen, wird der Ort zum Schauplatz des Grauens. Fast 600 Jahre zuvor, um genau zu sein, denn damals hetzten im Jahr 1288 zwei verfeindete Machthaber ihre Truppen aufeinander. 1100 Soldaten ließen ihr Leben. Nicht weniger Gefallene werden von den panischen Pferden der Reiter bis zur Unerkenntlichkeit zertrampelt. Das will man sich gar nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, denn so ein Pferd hat ja eine enorme Kraft. Nun, Oppenheim jedoch lässt neben dem Haus Fühlingen auch eine Pferderennbahn und ein Gestüt errichten. Bereits 1907 verkauft er das Gelände aber wieder, nachdem er feststellen musste, dass es sich einfach nicht für die Pferdezucht eignet. Haus Fühlingen fällt in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf, aus denen es umso brutaler wieder erweckt wird. 1943 nämlich dient die Villa unter der Nazi-Herrschaft einigen polnischen Zwangsarbeitern als Schlaflager. Und schon bald machen Gerüchte die Runde. Einer der jungen Männer habe eine amoröse Beziehung mit der Tochter des Gutsherrn angefangen. Dieser lässt den angeblichen erst 19-Jährigen daraufhin verhaften, womit er dessen Todesurteil besiegelt. Kurze Zeit später wird der Mann von den Nazis umgebracht. Noch heute soll sein Geist auf dem Gelände spuken und die Legende besagt auch, dass die tragische Geschichte noch einen weiteren Toten forderte. So soll einer der Bewohner von Haus Fühlingen aus Rache für den Mord an ihren Freund von den Zwangsarbeitern getötet worden sein. Das nächste Opfer kam 1962. Es ist ein ehemaliger NS-Richter, der mit seiner Familie in dem Haus lebt. Er erhängt sich in der Silvesternacht. Das besonders Unheimliche hierbei ist, seine Witwe soll angeblich ganz allein noch bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 weiter in dem Spukhaus gelebt haben.
Gegen diese Erzählung spricht allerdings, dass die Stadt Köln das Haus Fühling damals erworben hatte und 1967 weite Teile des Hofes sowie den Reiterstall abreißen und Türen und Fenster zumauern ließen. Das verlassene und versperrte Anwesen trug in der Fantasie der Menschen daraufhin natürlich nur umso mehr zum Mythos des Geisterhauses bei. Im selben Maße, wie es im Laufe der folgenden Jahrzehnte verfällt, nehmen die Meldungen über angebliche Begegnungen der dritten Art zu. So berichten nicht wenige Besucher von beklemmenden Gefühlen bei ihrem Besuch. Manche wollen auch gar auf ihren Fotos übernatürliche Phänomene entdeckt haben. Dann im Jahr 2007 macht das Haus noch einmal Schlagzeile. Ein Jugendlicher wird dort tot aufgefunden. Er soll sich wohl einen Tag zuvor in den Haus erhängt haben. 2012 wurde das Haus laut Kölner Stadtanzeiger von einer Kapitalgesellschaft erworben worden sein, die inzwischen mehrfach ihren Namen gewechselt hat. Ein Bauantrag aus dem Jahr 2017 wurde im darauffolgenden Jahr von der Stadt abgelehnt. Immer wieder hatte es laut verschiedenen Medienberichten Pläne gegeben, das Anwesen wieder zu einem Luxuswohnsitz umzuwandeln. Passiert ist allerdings bislang nichts davon. Denn es gibt ein Problem bei der ganzen Sache. Das Haus Fühling steht unter Denkmalschutz. Eine fachgerechte Sanierung wäre daher wohl sehr teuer. Bereits 2004 hat sich ein weiterer Investor an dem Projekt versucht, doch er ist daran gescheitert. Sollte jedoch ein neuer Bauantrag gestellt und genehmigt werden, sollen dort 34 Luxuswohnungen entstehen. Bis dahin bleibt das Haus Fühlingen eines von Deutschland gruseligsten Geisterhäusern. Und das war dieser Stream. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir doch einfach mal, falls ihr Wünsche habt. Ich gehe drauf gerne ein und wir hören uns beim nächsten Mal.